Mal seit langem wieder zurück in meiner Werkstatt. Wenn man so Werkstatt nennen kann, dieses kleine Kabuff hier. Und heute geht es mal um was anderes. Und zwar habe ich mir das hier organisiert. Und zwar sind das zusätzliche, ja, Luftzufuhrgitter. Nennt sich das? Keine Ahnung. Halt um die Variomatik von der KFX besser zu kühlen. Gerade für Straßenfahrer. Fürs Gelände ist das natürlich nichts. Der Schnorchel und so kommen nachher weg. Und hier werden Löcher reingebohrt oder geschnitten. Dieses Gitter kommt also hier vorne dran. Da wird dann hier passend eine Öffnung reingeschnitten. Das kommt dann hinten. Das kommt schön hier KFX 700. Das kommt nachher hier oben drauf. Wie gesagt, der Schnorchel kommt weg. Und das vierte Teil ist natürlich vorne für die Originalluftzufuhr, die halt eigentlich daneben sitzt am Motorblock. Ja, und das Ganze werde ich jetzt mal testen, ob ich das da richtig reingeschnitten kriege. Ich habe schon mal hier versucht, bei der Haube vorne so Dinge reinzumachen. Da bin ich nicht ganz so mit zufrieden gewesen mit den ersten beiden. Muss ich mal weitermachen, nochmal vielleicht ein bisschen ordentlich nacharbeiten. Ist eh eine andere. Ich habe hier vorne eine Handvoll liegen. Also dann ist nicht so schlimm, wenn ich die komplett versaue. Da weiß ich wenigstens, wie das geht. Mit so einem Dremel. Und ja, jetzt werde ich mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Das hier passend zu machen, ohne meinen ganzen Varodeckel zu verschießen, weil da müsste ich mir einen neuen organisieren. Das wäre schade. So, wir haben jetzt auch schon ein paar Stunden später. Ich habe mich jetzt um ein paar andere Sachen gekümmert und ein paar Sachen bestellt, weil ich gerade feststellen musste, dass das hier alles mal wieder nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Und zwar hat nämlich die Person, die dort anfertigt, nach Komfokus, in die Löcher am Rand direkt Gewinde reingemacht. Damit man theoretisch keine Muttern braucht. Heißt also, man nimmt eine Flachkopf- oder Senkkopfschraube, steckt die von innen durch die Löcher. Ich habe schon zwei reingebohrt. Und kann die dann quasi an dem Gewinde hier festdrehen und dann passend abschneiden, dass man da gar keine Muttern draufsetzen muss. Finde ich ein bisschen dünn. Ich weiß nicht, ob ich sicherheitshalber werde ich wahrscheinlich trotzdem Muttern draufsetzen. Das größere Problem ist, 2,5 mm Schrauben. Ich habe zwei Stück, zwei verschiedene alte rostige Schrauben durch Zufall gefunden. Weil ich nämlich nur 3 mm habe, keine 2,5 mm. Hab jetzt erstmal welche bestellt, weil Baumärkte haben schon wieder alle zu. Wochenende und Corona und kein Bock, irgendwo jetzt noch hinzurennen, weil ich auch noch ein paar andere Sachen bestellen musste. Also habe ich jetzt erstmal passende Schrauben bestellt. Direkt mit selbstsichernden Muttern dazu. Die dann trotzdem nochmal irgendwie oben mit drauf kommen. Außer es gefällt mir optisch gar nicht, dann tausche ich die vielleicht nochmal gegen, keine Ahnung, Hutmuttern oder so. Mal schauen. Ja, damit hat sich das Thema jetzt erstmal erledigt und ich habe heute eigentlich nicht viel mehr geschafft, außer zwei Löcher hier reinzubohren. Großartig. Ich denke, dann mache ich erstmal hiermit weiter. So, wir haben jetzt ein paar Tage später. Ihr seht, es ist dran. Ich habe endlich die passenden Schrauben bekommen. Kleinen Mistdinger. Habe natürlich dann noch festgestellt, dass ich eigentlich überhaupt keinen richtigen Aufsatz dafür habe. Aber naja, ich habe es trotzdem mitbekommen. Was ich viel schlimmer fand, es ist ganz schön schwer für so Senkkopfschrauben, die Löcher da reinzubohren. Ohne dass man zu tief bohrt. Weil. Ganz schön knapp. Gerade wenn man sieht, wie unterschiedlich weit die oben rausgucken.
Das ist schon, huiuiui. Da hätte ich vielleicht nicht gerade einen scharfen Bohrkopf nehmen sollen, sondern lieber einen stumpfen. Aber naja. Auf jeden Fall, das Teil vorne ist dran. Hält auch so erstmal. Hoffe ich zumindest. Ja. Oben auch. Ja, ich weiß, der ist dreckig. Ich habe den noch nicht sauber gemacht. Ich bin auch überlegen, den noch mal vorher noch mal zu lackieren. Aber erstmal muss ich natürlich alles vorbereiten. Habe ich auch erstmal nur mit Kabelbindern festgemacht, weil durch diese Wulst hier oben sind natürlich die Schrauben, die ich bestellt habe, zu kurz. Das heißt also, die Kuppen auf der anderen Seite von innen, was sowieso zu, total frecklich ist, die da dann irgendwie festzuschrauben. Nicht weit genug raus, dass ich bei den. Ich habe mir extra selbstsichernde geholt, damit die halt nicht rausfallen, weil, ne, wenn sich hier die Vario dreht und da fallen auf einmal Schrauben oder Muttern ab, weil die sich losgerappelt haben, ja, dann Brustmahlzeit. Ja, da kommt, die kommen auf jeden Fall nicht weit genug durch, dass die sich dann auch wirklich selbst sichern. Deshalb muss ich da nochmal längere holen. Übergangsmäßig habe ich das jetzt erstmal so gemacht. Hält auch, sieht man von der Seite eh nicht. Ja, weil die Verkleidung geht ja auch quasi bis hier irgendwo. Die Vario-Abluft, die geht ja eigentlich hinter der Verkleidung dann so schräg zurück. Also so an der Verkleidung entlang. Das heißt, die beiden Kabelbinder wird man sowieso nicht sehen. So, bleibt also noch für hinten die Abluft. Letzte Teil. Das muss ich jetzt noch machen. So, es ist geschafft. Mit nur wenigen Ausrutschern. Aber es erfüllt seinen Zweck. Diesmal habe ich auch. Also, man sieht jetzt, sind die Schrauben auch alle ungefähr gleich lang. Ungefähr. Ich habe diesmal die Löcher nicht. Also klar, reingebohrt, aber dann, damit dass die da drin versenkt werden, habe ich die diesmal nicht so einen Trichter reingebohrt, sondern mit einem Dremel reingefräst, mit so einem Trapezaufsatz. Hat gut funktioniert. An den letzten beiden ist es dann ein bisschen warm geworden. Da wäre es dann fast durchgeschmort, aber hält ja noch. ja, theoretisch. Kann man jetzt testen, ob es funktioniert. Ne, Stöpsel habe ich auch rausgelassen. Ne, so offen wie das ist, braucht man den ja auch nicht mehr. Er hat dann nicht mehr so viel Sinn. Ja, wie gesagt, wenn sich auf Dauer vielleicht nochmal lackieren, kommen die ganzen Kratzer raus, poliert oder geschliffen und dann wird er einmal lackiert und dann sieht er auch wieder ordentlich aus. Aber erstmal wollte ich jetzt gucken, ob das alles so passt und funktioniert. Und hat auch was Individuelles wieder dabei, so wie es muss. Das Ding habe ich inzwischen auch fertig. Ist so ein bisschen Fata Morgana-Effekt, ne? So näher man es sich betrachtet, desto schlimmer wird's. Aber es ist halbwegs gleichmäßig und symmetrisch. Ich müsste jetzt eigentlich nur das alles nochmal aufpolieren, weil ja natürlich viele Kratzer und so drin sind. Wie gesagt, war ja auch ein altes, das ich noch rumliegen hatte, zum Testen. Da das aber doch recht gut gelungen ist am Ende, also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Kommt natürlich noch irgendwie so ein Gitter hinter. Hat schon jetzt überlegt, auch da so ein Lochgitter zu nehmen, aber das ist mir eigentlich ein bisschen zu grob. Irgendwie ein feineres Gitter kommt dahin. Irgendwie so eine Metallgasse. Mal schauen. Gasse? Gasse? Scheiße, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. So dieses Drahtgeflecht. Und ja, mal schauen. Aber ja, dann müsste ich das Ding auch auf Dauer aufpolieren oder lackieren. Ich weiß es noch nicht. Das, wie gesagt, das sind. Erstmal muss meine KFX wieder fertig werden und alles ins Laufen sein und dann wird wieder schick gemacht. Thank you.